So, ich starte also jetzt mit einer Aufnahme, wo weder adaptive Filter noch Spektraloptimierung angemarkert, also aktiviert sind. Ich habe hier schon die Rohrparameter eingegeben und starte jetzt die Messung. Man sieht, dass da einige sporadische Peaks entstehen. Und das geht jetzt noch eine ganze Zeit weiter. Oben links sieht man ja die Zeit laufen, 13, 14, 15 Sekunden Messdauer bisher. Das geht jetzt so weiter. Ich unterbreche mal kurz, um Videozeit zu sparen. So, ich setze jetzt fort. Also man sieht, auch nach 50, 53 Sekunden ändert sich das nicht. Ich habe jetzt wieder fortgesetzt und auch nach etwa 1,5 Minuten Messdauer habe ich definitiv kein Ergebnis hier und das wird auch nicht besser. So, und ich stoppe jetzt die Messung. Und gehe rüber. Ich hoffe, das schaffe ich so richtig. Drücke den Bereich oder wähle die Funktion adaptive Filter. Und nun starte ich erneut diese Messung, also mit gleichen Voraussetzungen, eben nur mit der Funktion adaptive Filter. Oben links läuft wieder die Zeit, 8 Sekunden, 10 Sekunden. Einige sehr interessante, schöne Kurven, die uns aber nichts sagen. Und ich habe das jetzt schon einmal vorab gemacht. Typisch ist, dass nach einer gewissen Zeit die Funktion genau diesen Effekt zeigt, nämlich einen klaren Peak an der Stelle, wo er sein sollte. Das wird jetzt allerdings auch nicht besser, aber das muss ja auch nicht. Das ist natürlich ein sauberer Peak. So, jetzt stoppe ich diese Messung. Wische wieder zu den Einstellungen und wähle jetzt anstelle der adaptiven Filter die Spektraloptimierung. Und mit neuem Start werden die alten Werte gelöscht und die Korrelation startet erneut. Und ich habe hierbei sofort nach 5 oder 7 Sekunden einen klaren, deutlichen Peak. Ich verschiebe den Cursor jetzt einmal, damit man das besser sehen kann. Da sieht man ihn. Ich starte erneut, um das nochmal zu wiederholen. Also noch nur nach wenigen Sekunden ist ein eindeutiger, klarer Peak dort, wo er sein sollte. Ich stoppe die Messung erneut und mache den letzten Test, nämlich indem ich beide Funktionen anwähle, rübergehe und erneut starte. So, auch hier habe ich einen guten Peak nach kurzer Zeit, aber ich glaube, die Spektraloptimierung hat in diesem Fall zumindest mehr gebracht als die adaptive Filterung.